Aber ich glaube, ihr versteht das Konzept, hinter dem ich hier bin. Ja, da klappt's. Naja, gut. Dann machen wir so, wie wir können. Hier noch die letzte Reihe Ziegel. Und ja, sicherlich lachen mich ein paar schon aus für die Fehler, die ich hier gerade mache. Ich wollte halt hier in den Ecken nicht vier Dinger auf einen Haufen stellen. Wäre mir etwas übertrieben vorgekommen. Und ja, so kann ich eh nicht bauen. Ich müsste so bauen. Was auch irgendwie Sinn macht. Naja, wenigstens einen Teil. Kriege ich so sauber hin. Ja, und da kann ich auch nicht bauen gerade. Genauso wie ich wie hier. Okay, wäre das schon mal ein Auftrag? Damit es etwas vonstatten geht. Ja, und ich glaube, wenn ich sie nur sechs auseinander machen würde, das können wir ja, während hier gebaut wird, mal kurz checken. Eins, zwei, also zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, nehmen wir Steine als Abstandshalter. Das war jetzt zu viel des Guten. So, das sind sechs Abstand. Oh, ich meine T-Not. So, das würde gehen. Das wiederum nicht. Gut, dann nehmen wir hier drüben das mal weg. Setzen es eins näher ran. T-Not.
So. Dann könnten wir das so bauen. Das würde fast sogar noch cooler aussehen, als wie ich es jetzt gestaltet habe. Und würde nicht so viel Material verbrauchen. Aber mal gucken. Das Maximum, was wir hinkriegen, ist 4 Platz. Wenn ich 5 Platz lassen würde. Gut, ich könnte auch wieder mit den Balken hier arbeiten, aber ich finde, die sehen nicht so schön aus. Ja, 5 würde nicht gehen. Wobei das auch nicht mal schlecht aussehen würde. Würde wahrscheinlich besser aussehen als das, was ich jetzt gerade hier so fabriziere. Vor allem an den Ecken. Aber ja, deswegen experimentieren wir hier ja noch mal ein bisschen herum. Und ja, ich finde es interessant, wie sie es hierhin geschafft haben, das hinzubauen. Aber ansonsten noch nirgends. Na gut, lassen wir sie noch ein bisschen hier arbeiten. Sie sind ja alle recht fleißig. Ja, das Problem wäre halt, wenn ich direkt eins von der Säule wegbauen würde, wie... Also eins von dem... Wegbauen würde, wie... Würde ich dann die... Säulen überhaupt erreichen können. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, die müssen wir dann echt im wahren Leben herausfinden.
Oh. Und wir haben ein weiteres Problem. Wir kriegen keine Steine mehr rein. Naja, gut. Wir haben hier zum Glück Felsen. Und wir haben hier oben zum Glück Felsen, die wir noch abbauen können. Ja, das andere Problem ist dann, wie lösen, würden wir das in den Ecken lösen, wenn wir einfach nur ein Feld entfernt das machen würden. Die nächste Alternative wäre halt, wir machen nur ein Feld. Ist auch nicht ganz so praktisch. Vor allem an der Treppe würde es wieder Probleme machen. Ja, ich glaube, wir machen es wirklich so, wie ich es hier jetzt halt mache, nur dass ich die Säulen nur maximal 6 Felder voneinander entfernt machen darf. 4 Felder voneinander entfernt machen darf. Dass wir dann so die Stege ziehen können. Hier wird das dann zwar etwas interessanter, aber das dürften wir auch hinkriegen. Und in den Ecken werden wir sehen, was wir machen. Und ich muss mit der Türe natürlich aufpassen. Die andere Alternative ist, wir lassen die Säulen weg und machen es nur 2 breit. Das geht ja auch, indem wir einfach den Balken hier rausragen lassen. So würden wir nämlich auch an der Treppe gut vorbeikommen. Na, auch nicht ganz. Hier sind nämlich 6 Felder wieder dazwischen. Ich überlege mir das noch, ob wir da Stützbalken dann verwenden, also normale Holzbalken. An der Treppe. Ne, halt, das bringt ja auch nicht viel. Na gut, wir können bei der Treppe. Ja, ich glaube, ich habe so eine Idee, was wir machen könnten an der Treppe. Noch hier eine Säule hinstellen.
Oder hier eine hinstellen. Ja, das kriegen wir hin. So, ich würde aber sagen, da jetzt schon wieder eine halbe Stunde Aufnahmesession rum ist und ich mich ja nicht weiter mit dem hier beschäftigen wollte, falls ihr doch noch sehen wollt, hier was von, also von unserem Sandkasten, überschreibt den jetzt einfach mal, dann könnt ihr mir das ja in den Comments schreiben, wenn mir mal einer in den Comments viel schreibt, haha. Ah, ja. So, das heißt, wir gehen zurück zum Hauptmenü.